Liebe Bürgerinnen und Bürger, einmal mehr möchte ich berichten über den Zwischenstand beim Hochwasserschutz für Erding. Wir warten ja im Herbst auf die wertenden Nachrichten des Wasserwirtschaftsamts für das Regenüberlaufbecken, das im Bereich der Gemeinde Wörth entstehen kann. Es gibt aber auch die zweite Aufgabe, nämlich die Gewässer der dritten Ordnung, für die die Stadt Erding zuständig ist. Und hier im Rücken befindet sich einer dieser Gräben, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Hochwasser 2013 verheerende Folgen ausfalten konnte. Es ist so, dass wir nunmehr berichten und festhalten können, dass alle Aufgaben, die innerhalb der Stadtverwaltung getan werden können, vergeben worden sind, die Gutachten herbeigebracht werden müssen, um dann eben auch eventuelle bauliche Maßnahmen vorzubereiten. Dazu bitte ich, wie hier am Neuhauser Graben, auch die Grundstückseigentümer um ihre Beteiligung. Es geht nichts anderes darum, nämlich die Böden zu untersuchen und dann auch in einem sicherlich sehr zügigen Verfahren mit Ergebnissen den Bürgerinnen und Bürgern Hochwasserschutz zu errichten.